So wenig. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen Live-React heute. Hallo, auf die Opening hallo. Night Live mit allen aus dem Team PeaceBee. Das ist nicht fantastisch. Yay. Wir schauen uns heute an die Opening Night Live, die gerade in der Pre-Show ist und in einer Minute losgeht. Ist schon Alter, da. Die Menge geht mega ab. Oh. Alarm, wie Alarm abgeht. Keiner klatscht. Keiner klatscht. Alarm. 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 Danke, Chat. So. Guten Abend, Gamescom. Guten Abend, Jeff. Hä, der spricht Deutsch? Der kann ja, Deutsch. Ich glaube, so viel wie ich bin ein Berliner kann er. Hä, so, bin ich immer noch hinterher? Nee. Ich bin wieder zurückgesprungen, GTA 6 zeigen oder? Die direkt als Opener. Lol, GTA 6 hat gezeigt. Alter, wie geil. Lol, hey, es gibt 4 Charaktere bei GTA 6? Alter, ist das sick. Das ist ja neu. Peter, kannst du es sehen? So, Gamescom, sind Sie bereit für die World Premiere? Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit, Jeff. Ich bin bereit. Achso, was könnt ihr jetzt? Not actual gameplay. Ist oh, doch das schon ist Sif. Oh, es ist instant Sif! Es ist Sif direkt. Ja, okay, dass das jetzt nicht actual gameplay ist. Nee, ist doch nicht Sif. Geschenkt. Nee, ist Gearbox. Das ist. Das ist. Borderlands. Ja, oder? Borderlands, das ist Lilith. Das sieht aus Lilith wie Tribute vom Panem. Lol, eine Maske. Ja, wo könnte die. Was könnte das nur sein? Ja, oh. Lol, Overwatch! Ah, nee. Oh mein Gott. Es ist doch Borderlands 4. Naja, boring, ne? Na Quatsch. Das haben wir durchgespielt. Nice. Borderlands 4 haben wir schon durchgespielt. Ja. 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 Black Ops die Pause war eine Sekunde zu lang. Also, war das aber, also wenn das gut inszeniert und gemacht ist, war richtig cool. Das ist Bill Clinton, Link. Das ist Bill Clinton, war wirklich Billy Boy. Oh, da sind ja ein paar Bekannte. Wer ist das denn? Hillary? Gott. Blöde. Aua! Erstmal ein Foto machen. Ich glaube, wir spielen EOS Andy. Ja, stimmt. Andy, wir machen unseren Fancy Fire Kalender schon fertig hier. In-game. Wer ist der Typ, den wir befreit haben? Peter in Cool? Ich hätte gerne, also tatsächlich, ich bin nicht so ein Fan von Remix, aber so ein Gold. Jawohl. Normaler Grab. Würde ich auch bringen. Ja, easy. Und den fange ich auch noch. Den Peter in Cool. Ist das Brad Pitt? Laut Schein heißt der Adler. Das ist Peter in. Ja, der heißt auch. Ja, Astin, der sagt ja auch Adler. An. Achso. Also, das ist Adler, I got you. Er sieht wirklich aus wie Brad Pitt. Ja, der ist schwerer, als man denkt. Peter. Aber die hoffen jetzt, dass die Plan B haben. Let's get moved. Aber davor. Ach, was soll das denn? Ich werde schon wieder zurückgespult hier. Wer ist sie? Ah, das ist E4. Dox, E4. Ach, das ist E4. Das ist E4. Asiox heißt die. Da ist doch so E4 eine Vorteile, ja genau. Dear future me, I hope you are happy. Ja, da brichst du erstmal Steinbein. Ja, Leute, wir haben heute gelernt, Kinder stören. Also, die will ich nicht sehen. Ja. Das ist die Gamescom? Wo sind die Schlangen? Wo ist das tolle Essen? Ja, da waren Schlangen. Wo ist die Menschenmenge vor dem Influencer-Parking? Gott, Simulator Remastered? Aber 3 ist doch... Ja, Nostalgie kickt bei mir halt auch halt rein, ne? Also... In my opinion, that looked like the goat of all remasters. Okay, okay. Ich glaube, da sind wirklich nicht viele am Klatschen. Ja, meinst du? Aus Celebrity Deathmatch, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Was bin ich sehend, Alter? Ich versteh's auch nicht. Die Volvo, die das ist nein, das ist ja, egal wie oft das sagt, wir werden jetzt die UNL-Licht runterstufen zu Digital Digital 2. Bring together a very passionate team of talented developers. Dishlover. Dishlover bin ich auch, ey. Dishlover. Dishlover Entertainment. Das machen wir schon witzig. Wie heißt dein Dishlover? Warum freut er sich eigentlich so? Wenn er noch einen Arm hat, müsste er nicht voll depressiv und traurig sein? Hä, warum denn voll den geilen Arm? Damit kannst du voll die fetten Sachen machen. Ja, aber zum Beispiel, damit könnte ich jetzt nicht irgendwie RSD drücken. Naja, also Anakin und Luke haben das auch geschafft, mit einem Arm da gut zu handeln, oder? Ja, die haben gut zu handeln gehabt mit einem Arm, ja. What the fuck? Okay, jetzt schalte ich ab. Das ist mal ein geiles Game. Peter, dein Spiel. Ich bin auch gerade interessiert. Das ist, wenn Peter und ich endlich unsere drei Pflanzen jetzt mal ernten, ne? Dann ja. Wir uns das Game.
Das sieht aus wie so ein Slime-Rancher. Zeug. Da geht richtig ab, Peter. What also, the fuck? Mir zu fuck. Ach, es gibt Peter, natürlich... Katzen... Ach, Niki. Aber die Mutter ist nice. Niki, Niki. Okay, mit einer Anime-Figur, Peter. Bist voll im Schlüssel. Ja, junges, sexualisiertes Mädchen. Let's go. Sei mal das okay, bessere Paar, Leute. Nein. Das ist Infinity Niki, Alter. Oh, Warhammer. Aber das Base Marine 2. Okay, das ging schnell. Oh ja, das ist cool. Okay. Muss wieder lauter machen. Ja. Kleiner Atmosphäresprung. Findest du? Ah, was? Aber jetzt bitte nicht einfach nur Teil 3 bringen. Das wäre cool. Mal was. Warum? Warum willst du Teil 3 nicht? Ja, weil ich finde Little Nightmares ganz cool. Ja, Teil 3. Aber ich bin da irgendwie so mit dem Gesamtsetting nicht so warm geworden. Also von der Mechanik ist das, glaube ich, ganz cool. Man hätte dann lieber das gleiche, nur irgendwie in einem Feenwald. Genau, gesagt, das also das sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Blei, eine Spine. Spine? Ja, ich habe mich selbst nicht schnell genug korrigiert. Eine Spine. Hey, guck mal, Play. Guck mal, die haben ja richtig lang das eingeblendet jetzt. Danke übrigens für die ganzen Subs, Chat. Ja. Danke schön. Mein Stream ist abgekackt. Nein, meine auch. Mein Stream ist abgekackt. Fehler beim Anzeigen der Webseite. Lo, das hatte ich auch gerade. Ich auch. Okay. Kein Scherz. Ich dachte, das wäre mein Handy. Ich dachte auch, dass ich das wäre. Okay. Alter, dafür habe ich mich jetzt beeilt, oder was? Für den Anime-Shit. Ihr verpasst gar nichts gerade. Gerade ist richtig boring, sein Vater. Geil, am 20. November, Junge. An dem Tag kann ich nicht. Ja, auch nicht. Also ich bin auch raus aus Genshin, weil es braucht echt viel Zeit. Ja, dann wenn Sepp nicht mehr spielt, spiele ich halt auch nicht. Also kann ich das nicht ohne Grind schaffen. Was ist denn jetzt los? Fortnite ist cool. Oh nein. Oh nein. Gibt iFrames, laut Chat. No Hit gibt's, gibt iFrames. Ja, cool. Everything lost. Ja, everything lost. Was ist denn Naraka Blade Point? Das ist halt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das ein bisschen lustig gerade, ey. Oh, das ja. Sepp voll hyped, ey. Und da kriegt er dann den Zwinkelswackel, Alter. Neuen Tomb Raider, ey. Was haben wir denn hier schon? Das ist das neue Spiel für Peter. Hat kein Grind. Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass du da grinden musst, sondern so einen Hang zum Grind haben. Oh mein Gott, ich glaube, das möchte ich wirklich spielen mit euch. Hier, Eckram. Das will ich spielen. Ist doch wieder Street Fighter, oder? Ja, sag ich doch. Aber nur mit Frauen. Ja. Alright, vom Japan? Entschuldigung. Ja, das sehe ich, das sehe ich total. Ja? Ja, da sehe ich Peter Kutsch an. Das möchte ich mit euch spielen. Ich sehe nur Titten. Ja, ist doch geil. Mann, guckst du den Fury, Junge? Alter, Fatal Fury. Okay, ich muss ein Spiel zum ersten Mal wischen. Alter, das ist der Dot-Typen-Bias. Ja. Voll die Enttäuschung gewesen. Daniel, das brauchen wir. Merkt ihr das? Nein, ja, das müssen wir spielen. DLC auch Terry. Alter, was will ich denn da so Typen haben, ey? Das ist doch ein Gundam-Multiplayer-Spiel. Ja, das ist halt ein Mecha-Spiel, ne? Ja. Man hat alles verraten. Weiß nicht, dauert Spaß. War schon gut, so 5 Minuten Trailer, das Mecha-Spiel. Ja. Hey, Mecha Mayhem. Ja, Bub Mecha Mayhem. Das haben wir auch schon mal gesehen. Mecha Break, Mayhem. Okay. Mecha Break, das haben wir schon mal gesehen. Bub, he's by. Make a break, Alter. So ein cleverer Bub, du. Bub Mecha Mayhem, ey. Ja, Bram, das war nicht Bub und nicht by, das war 6 gegen 6. Ah, das war 6 gegen 6, okay. Passt. Er hat Ähnlichkeit mit BB. Our last civilization ja. Game. So we're incredibly honored to be here tonight at Gamescom. Wirklich, geil. Talking ich brauche mehr. Civilization 7. Seven. Das Schlimmste ist, das wird genauso wie mit 6 sein. Am Anfang wird das erstmal schlechter als 5 sein wieder. Ich bin der beste Ziv-Spieler in der Stadt. So sieht das jetzt aus. Ja, boah, Alter, das sieht aber nicht so gut aus. Let's put the entire history of the world. Kann man Angela Merkel spielen? Das ist die Frage. Okay, das wäre so geil, jetzt. Alter. Scholz und okay, das vergessen. Sieht nicht mehr ganz so comic. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich krieg Nippel vom Gucken, Alter. Okay. Ja, geht's auch vom Gucken. Also ich hab natürlich so ein löchriges Gehirn, aber ich habe zum ersten Mal davon gehört. Ja, ich habe es auch vergessen wieder. Alter, welches Spiel ist denn? UN.
Well, it is our absolute pleasure. Wie heißt das nochmal? Gamescom? Uno. Geil. Das spielen wir doch häufig. In Deutschland, in Heidelberg, gibt es jetzt eine Liga, wo man kann, aber das war Tencent hat das gewonnen? Ja. Ich rieche Zwinkelzwunkel. Nein, ey. Gut hinwaschen. Ja. Oh, vielen Dank an die chinesische Regierung an dieser Stelle. Ja, das ist gemacht. Hey, das kann alles sein. Es hat mich nur gewundert. Mehr nicht. Das bedeutet Classics like Quake, Star Wars, Warhammer, Call of Duty and dozens more. Yes. And we do this because we fucking love video games. Alter, er hat fuck gesagt. Der hat in Amerika das Stream direkt offline. Der hat schon mal vor Menschen geredet, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl habe ich auch. Online, please enjoy the world premiere teaser of Secret Level. Der heult gleich. Also er könnte WWE-Promos machen. Ja. Er ist emotional dabei, krass. Ja, ich glaube auch wirklich, der ist dabei. Ja, das ist doch ein Geheimnis, das kann er jetzt nicht mehr sagen. Alter. You can watch the series on Amazon Prime Video on December 10th, not too far now. So, enjoy. Ich würde mal sagen, der hat da Herz reingesteckt. Ja, wirklich, endlich mal. Ach, du meinst, ich habe schon entschuldigt. Das Problem mit dem Spiel ist, habe ich dann warum so viel nicht alles. Christian, dein Internet ist weg. Ich muss sagen, Jeff hat ja auch ein kleines Bräuchlein bekommen, ne? Was denn? Aber da braucht gar nichts mehr sagen. Er hat mich einfach nicht gehuckt. Leute, hat mal Peter Schuhe gerade gesehen. Schuhe 32. Oh, jetzt hast du auch Western-Setting und ganz knappe Röcke. Ja gut, okay, das ist ja eine Sache in Anime-Spiel, die normal ist, Peter. Ich werde trotzdem immer darauf hinweisen. Warum? Warum nicht? Ey, dieser Peter, ich habe... das war das, was alle sehen wollen. Wow, geht's bei der ONL nochmal um Games oder nur sonstiges? Die zeigen jetzt zwei Slots. Also wirklich, wir haben so viele Games gesehen, jetzt mal ehrlich. Um die Messe geht direkt aus. Ja. I'm ready for a world premiere. Guck mal, Sepp. Nur für dich. Guck mal. Das ist Little Nightmares 3. Bandai Namco. Safe in das Verrecken. Ich hab jetzt schon keinen Bock auf das Game. Ich glaube, das ist dein Companion, einfach durchgehen, oder? Ja, und dann, wenn es stirbt, ja. Ey, das Schlimmste, was bei Minecraft immer ist, ist, diese Tiere durch die Gegend zu schieben. Warum gibt's dafür ein Spiel? Ja, das ist... Also... warum gibt's einen Farming-Simulator, ne? Ich verstehe dich tatsächlich, ne? Ich finde das eine berechtigte Frage. Art Gamescom, we have a special guest joining us next. I grew up playing his games, and many of you did too. Titles like Populous, Dungeon Keeper, Magic Carpet, Theme Park, Black and White, Fable. Ich wollte gerade sagen, nicht dein Ernst. Nee. Ich komm da. Komm, Peter. Das letzte Spiel war richtig kacke. Egal. Peter. Das ist nicht euer Ernst. Ja, das finde ich jetzt sexy. Don't believe his lies. Also, aber ganz ehrlich, der begleitet einen ja wirklich schon, seit ich Videospiele kenne. Ja, der hat mich schon belogen, als ich sechs war. Ja. Nee, der sagt immer die Wahrheit. Der kann auf jeden Fall, das nächste Spiel wird das allerbeste aller Zeiten. Yes, Peter, hat gelogen. Das ist gar keine Honor für ihn. Ich glaube, jeder Spiel wohl heiß an dem arbeitet. Das ich auch nicht. Wait. Das ist die Hand von Black and White, Junge! Die Hand dabei. Das könnte alles sein. Ich finde, ihr seid der Hater. Wieso muss ich dem jetzt ein Sandwich machen, Alter? War in dem süßen Teil gerade Hackfleisch drin? And now it's time to fight. Okay, das ist ein System, das wir auch in den Arsch schieben können, ne? Wow. Ja, guck mal, das sieht doch richtig kacke aus. Das sieht tatsächlich kacke aus. Okay, das hat mich jetzt... Aber ich find's nicht schlecht. Ich find's bisher auch noch cool. Ich finde den Baupart auch cool. Lol, das geil, ich das Brotschwert. Ja, alles aber ein Brotschwert gemacht. Sehr gut. Now, over the years, Blizzard has been a big part of Gamescom history,
And this week we are thrilled to welcome them back for the first time since 2019. Diablo, Diablo. Tell us more. Thank you so much for having us. Wie sieht denn Diablo-Team aus? Bunten Hose? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein WoW-Team ist. Das könnte. Achso, ist nur Präsidentin. Präsidentin, das ist nicht Diablo. Präsidentin. Ich glaube, die gehört nicht dazu. Die hat pinke Hosen an, die kann nicht zu Diablo gehören. Ja, aber weißt du, wenn ich Diablo vorstellen möchte, dann ziehe ich ja nicht eine pinke Hose an. Warum nicht? Das ist der Hintergrund WoW-Charakter. Ich möchte ja auch mein Spiel präsentieren, oder nicht? Diablo. Also dann zieh ich doch was Dunkles an, oder nicht? Warum? Nee, sehe ich anders. Aber ich möchte ganz kurz nochmal sagen, dass Jeff ein kleines Bäuchlein bekommen hat. Ne? Wie heißt die Klasse? Spirit Walker. Ja, also die Klasse heißt, die Hose passt nicht zum Hintergrund. Glaube ich. Ich hab schon abgeschaltet. Jetzt geht er rein. Hallo Gamescom! Hi! Ach, da steht einer, oh mein Gott. Ich hab auch mit so kurz so, what the fuck. Pack mit den Klamotten, ich den gar nicht gesehen vor dem Hintergrund. Sir, mit den Klamotten würde ich auch die Arbe moderieren, also. Alter. Ich finde das auch gut, ich frage mich, ob das, also das Spiel muss halt gut werden auch, das ist halt wichtig. Ja, das ist eine gute Analyse wieder von Dennis Bram. Alter, du kennst mich. Ist cool für die Leute, die es cool finden. Deswegen bin ich der Analytiker von PeatSmith. Ja. Nice. Oh, gut. Ist ja mittlerweile relativ normal. Halbes Jahr Verzögerung ab dafür. Weiß ich nicht. Also, es gibt ein paar Spiele. Oh, ja, okay. Komm dann nicht für die PlayStation. Komm. Was geht jetzt ab? This thing of ours. Die Musik kenne ich. Alter, wieso kriege ich einfach Gänsehaut gerade? Kenne ich das auch? Die Musik kenne ich. Kalt? Nee. Mir auch nicht, aber. Das ist Red Dead, oder? Das ist doch hier. Nee. A Family is Mafia, Family is Mafia. Assassin's Creed? Nee, hey, keine Ahnung. A Mafia könnte doch sein. Mafia? Eieiei. Ja, Old Country? Wer ist macht das denn? Ist das denn der Mafia-Mafia? Ich wollte gerade sagen. Versteht das? 2K. 2K. Und irgendwas Wolfiges. Hangar 13? Okay. 19. Jahrhundert hat er das gerade gesagt? Ja. Okay, also Hangar 13 hat leider Mafia 3 gemacht, die Definitive Edition und Topspin. Zwei Spiele davon waren technisch unterirdisch. Ich möchte auf jeden Fall eine Jacke geschickt bekommen. Die er wieder wegschmeißen kann. That was a fun surprise, right? Alright, well, hey, wenn das gut wird, mag ich das. Ja, gute Analyse. Da sind wir uns einig. Aber Mafia 3 war kann ich leider nicht. Das Spiel schon zwei Tage Genshin Impact Endort. Wer kam auf die Idee, dass die Farbkombination eine gute ist? Die Farbe sehe ich die ganze Zeit bei meinem scheiß Router. Alter, what the fuck?